Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit! Sabotiere mich nicht, Charney, das gehört sich nicht. In Ordnung, ich halte mich ab jetzt raus. Und schon ist... Ah, nee, doch nicht. Du bist ein wahres... Hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Nee, du bist ein wahres Wunder. Das ist irgendwie doof. Augenstern. Du bist mehr als ein Mädchen. Du bist ein Wunder der Natur. Endlich hat uns das Schicksal zusammengeführt. Aber ich... Ich weiß nicht, ob... Du brauchst nichts zu wissen. Ich weiß genug für uns beide. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Was noch? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neskin, und die geht sogar mit? Halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel sagt? Warum das denn? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Ihr war... Verzeiht, ich wusste es nicht besser. Das mit dem Deinesgleichen hat mir ein bisschen so weh getan, so deswegen. Komm, ihr werdet gar nichts tun. Ihr werdet gar nichts tun, dreckige Hinterwäldler. Jungs, da war doch Bauerntümpel. Der Mutant beleidigt uns. Zurück, Schweinehirten. Sonst verpasst euch der Herr Hexer eine ordentliche Abreibung. Wo ist eine beschissene Zaunlatte, wenn man sie braucht? Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen, Pflege. Wie, was machen die denn jetzt? Er gibt ihn damit in die Fresse, oder was? Wirklich? Zaunler! Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Verdammter Lustbeul. Okay, dann werden wir jetzt mal... Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste Abreibung? Hör. So. Habt ihr genug Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everrang, ich meine, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen. Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Ich wusste es. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst Alles dich klar. zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut. Ja, das stimmt ich auch wieder. Versuche es. Ich hätte es nicht tun sollen. Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, ja, das na stimmt. Gut. Das ist sowieso seine Verantwortung. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Ich kann es dir zeigen, wenn was du willst. Was ich in petto habe, meine Liebe? Das kann ich dir gerne zeigen. Vielleicht hinter der Scheune? Ich glaube, du hast genug gezeigt. Lass uns einfach den Abend genießen, in Ordnung? Du hast nicht mehr viel Zeit. Dein Wunsch ist mir Befehl.
Ich kann einer liebreizenden Maid wie dir nichts abschlagen. Lass uns gehen. Hm. Ach ja, die Shani. Nimm es bitte noch an den Hochzeitsaktivitäten. So. Was haben wir denn noch für Hochzeitsaktivitäten? Ich spiele garantiert kein Gwyn, das könnt ihr komplett vergessen, das wisst ihr ja. Was haben wir hier? Ja. Ein vermisster Hund. So, so. Vielleicht können wir von Nutzen sein. Meine erste Hexer-Investigation. Ich habe Gänsehaut. Trink mit uns. Schönen Damen, schlage ja, ich doch. Etwas an. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich. Auf ach du Heilige. Und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf. Hopp. Was gibt's hier? Von allen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flausche. Was haben wir hier drinnen? Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Alles klar. Wir tanzen alle. Schau, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig. Wo ist Shani? Lass dich nicht aufhalten. Ach, wie du dich bewegst. So bezaubert kann sie. Danke. Wo ist Shani? Shani ist doch gar nicht hier. Trink einen mit uns, Hexer. Auf euch, ihr Herren Zwerge. Mögen eure Bärte sprießen. Ohne dass ihr je drauf tretet. Auf das junge Paar mögen ihre Lenden niemals. Yeah, auf. Wow. So, wie kommt man nach oben? Ich muss arbeiten. Oh, Gruppensuppe gibt's heute Mittag. Achso, hier. Okay. Schau mal da, Schan. Die Leiter lädt geradezu ein, nach oben zu huschen, wo wir zwei uns austauschen können. Dann lass uns mal huschen. Aber wie setzen jetzt? Einfach so? Einfach. So? Tatsächlich. Shani. Ganz hoch. Worüber sollen wir reden? Ich meine, uns austauschen. Nun, letzten Endes. Ja. Weißt du, die Sache ist die. Jetzt kommt's. Spuck's aus. Ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Komm, wir sollten zurück. What the fuck? Ich hätte gedacht, jetzt kommt wenigstens was Schlaues oder so raus, aber da ist nichts rausgekommen. Was haben wir hier noch? Wenn ich groß bin, will ich auch Mutant werden. Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Loder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, aber der ist nicht da. Sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Und wo aber ist er? Bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Ach so. Ich werde wahrscheinlich einspringen müssen. Der Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Mit was soll ich denn helfen? Sag mir alles, was du weißt. Bevor ich meine Hexer-Investigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, an Speisen, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, alles klar, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Er mochte den Mann nicht oder misstraute ihm. Vielleicht, weil er Feuer schluckt. Tiere fürchten Feuer. In Furcht wäre er geflohen und hätte nicht angegriffen. Wer weiß das schon bei einem dummen Hund? Er hat die Kette gesprengt und den Feuerschlucker in den Wald gejagt.
Dumm oder nicht, er ist der geliebte Hund unseres Schwiegersohns. Wehe, wenn der abhanden kommt. Ich werde ihn finden. Lange nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Funkenfresser? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde alles klar. Wir danken dir und drücken die Daumen. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Okay. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Okay. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind. Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Alles klar. Halali, das Abenteuer ruft. Setze deine Hexersinne ein, um den Feuerschlucker. Aber so. Was erwartest du denn? Hat die Kette, du hast mich eingeschüchtert. War so sauber abgenagt, wie ich es nur zweimal fressen wollte. Wirklich Hunde. Einer lag in einem Ameisenhaufen. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Blümchen. Ich will mich weiterplagen, während du rastest. Ob da jemand zu schwer für ihn war? Offenbar schluckt unser Feuerschlucker nicht nur Feuer. Vielleicht hat auch nur jemand Feuerholz geholt. Ah, was ist diese Jagd für ein Spaß? Das ist die Narrenkappe eines Funkenspuckers, wenn ich je eine gesehen habe. Er muss sie auf der Flucht vor Satan verloren haben. Zwei Schlüsse. Unser Magier ist fett und ein Feigling. So, müssen wir hier hoch. Da ist er ja auch schon. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Verstehe ich auch nicht. Der Hund sieht doch süß aus. Hey da, komm runter. Oh nein, komm nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Und was jetzt? Ich beruhige den Hund. Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Uh-oh. Dreh dich um. Ey, das klappt sogar. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, ja, aber lass in die es. Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, mein dieser Gott. Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Einen Schluck. Welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker.
aber ich floh vor einer reißenden Bestie. Oh Mann. Einem haarigen Monster mit Fangzähnen. Einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Satan. Wer nennt seinen Hund Satan? So. Hier deine Kappe. Deine Kappe, Meister. Verloren auf feiger Flucht vor einem Winzling. Oh, meine Lieblingskappe. Die hat mir immer Glück gebracht. Ich trage sie bei jeder Vorstellung. So, und jetzt wieder zurück. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Zieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Feuerschlucken, wie geht das? Das könnte meine einzige Chance sein. Wie funktioniert deine Feuerfresserei? Oh, man würde mich aus der Gilde werfen, wenn ich das verriete. Außer wenn du mein Lehrling wirst. Dann wüsstest du es in einem halben Jahr. So lange habe ich nicht. Nein. Komm, ich sag es auch nicht weiter. Wir haben zusammen getrunken. Wir sind wie Brüder. Du hast alles alleine getrunken. Du bist nicht mein Bruder. So wagst du mit mir zu spielen? Na schön. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich als Häppchen für die Wildschweine und Bären und Rehkitze hier. Überleg es dir gut. Was für ein Affront. Er unterdrückt die Künste. Nun spuck es schon aus. Es gibt da diesen Spezialmix, den ich vor jeder Vorstellung trinke. Danach kann ich Feuer schlucken und spucken und machen, was ich will. Ich verbrenne mich nicht. Das ist alles. Ach so. Und das soll Kunst sein? Jeder verdammte Trottel kann sich die Kehle mit Schmiere verkleistern. Jetzt reicht es mir aber. Erst lassen sie ihre Hunde auf mich los, dann stehlen sie mir mein Lied, jetzt werde ich beleidigt. Mir reicht's, ich gehe. Ich kann ja jetzt voll schlucken. Ich wollte den verdammten Schwindler nicht beleidigen. Tu was! Du gehst nirgendwo hin. Nun vergisst du alles, was du im Wald gesehen, gehört und gesagt hast. Würde ein Schlag auf den Kopf vielleicht helfen, damit der verlogene Feigling wieder weiß, wo sein Platz ist? Schon gut. Geh zurück zur Hochzeit und führ deine Tricks vor. Deine Charlatanerie. Gut, ich tue, was du sagst. Geht doch. Kommst du oder nicht? Ich komme, ich komme! Dann zurück zur Hochzeit. Das klang ein bisschen pervers. Vielleicht finde ich dort interessantere Vergnügungen. Die Folge ist echt so ein kleines Spechel. Ruhe bewahren Spechel. Und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Jetzt tragen wir auf einmal wieder unsere Schwerter. Das heißt, wahrscheinlich werden wir zum Kampf kommen. Igni. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie ist ein Wildschwein. Versteck dich, blinder Narr. So. Komm doch her. Zack. So. Weiter geht's. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Alles klar. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Visage, Alter. Wie der den die ganze Zeit beleidigt, aber der checkt das nicht, weil er zu besoffen ist. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk. Und sieht nicht mehr besoffen aus. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Achso, er ist ruhig, ne? Verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit, bitte.
Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Ja, furchtloser, furchtloser Mann. Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Hat er die Mixtur schon getrunken? Das ist die Frage. Wenn er die noch nicht getrunken hat. Das wäre übertrieben lustig. Passt das überhaupt in seinen Mund? What the fuck? Ach so, jetzt geht's. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Yay. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Hui. Ah, wie die ständig lachen. Jo-ho-ho-ho-ho-ho. Ich lach für Geralt. Aha! Hey! Hui! Oh! Aha! Hey! Hui! Das hat gereicht. Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Bitte was? Endlich geht's ans Tanzen. Komm schon, ich zeige dir jetzt meine romantische Ader. Jetzt kommt's. Du bist wirklich nicht übel. Das erinnert mich irgendwie total an einen Tanz in Vampire Diaries. Du bist selbst eine erstklassige Tänzerin. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie ein Pfau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Uh-oh. Ich glaube nicht. Uh-oh. Achso. Was machst du da? Hast du den Verstand verloren? Das hab ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist. Ouch. Du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Ich konnte nicht widerstehen. Ich konnte nicht widerstehen. Zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frage ich.
wenn es noch ein nächstes Mal geben wird. Darf ich dich küssen? Nein. Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Ja, bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Ja. Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ich würde mich dir nicht aufdringen. Ich täte gern, was er gerade getan hat. Warum tust du es denn nicht? Na, raus damit. Aber normale Menschen benehmen sich nicht wie Wladimir von Everreck. Weil sie Jammerlappen sind. Sei nicht grob. Insgesamt ist er ziemlich amüsant. Hörst du? Ich bin amüsant. Und dir sitzt ein Stock so tief im Arm, dass du keine Hüte tragen kannst. Hast du den Mann gesehen, der euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer ja, war das? Das war ja, der... Der Spiegelmeister. Ja. Was macht der hier? Frag ihn doch. Keine Ahnung. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Bah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Schon besser. Los, Charlie, verschwitzen wir nicht die ganze Nacht. Und was müssen wir jetzt wieder tun? Ah, es gibt so viel zu tun auf dieser Hochzeit. Komm, lass uns wild sein. So, zuerst nochmal mit dem Typen sprechen. Wo ist er hin? Er ist ein kulinarisches Fee. Ach, da. Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shan. Alles Darf klar. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Naja. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Shit. Das ist nicht wahr. Beweise es. Ich habe meinen Bruder nie beneidet. Natürlich hast du. Er war ein leuchtendes Vorbild. Olgierd war schneller, treffsicherer, stärker. Olgierd konnte vor dir lesen, obwohl du dir jede Mühe gegeben hast, ihn zu schlagen. Später konnte er jedes Mädchen haben, während du dich mit den Resten begnügen musstest. Autsch. Es tut mir leid, dass du dir das anhören musst. Hör auf, dir was vorzumachen. Shani ist nicht deinetwegen hier, sondern wegen Geralt. Selbst im Tod spielst du noch den Nachahmer.
Oh, und noch was. Olgierd ist ein viel besserer Tänzer. Du räudiger Hundesohn! Er ist mein Bruder! Ich habe ihn geliebt! Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab, oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Ja, das stimmt. Und wann ist diese Nacht endlich vorbei? Schon gut. Das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Ja. Komm, die Nacht ist noch jung. Ja, ist sie. So, weiter geht's. Alles Lüge. Nicht ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich. Olgierd war nicht nur mein Bruder. Er war auch mein bester Freund. Lass gut sein. Ich glaube dir. So. Amüsiere dich wieder. Nee, ich werde kein Gwent spielen. Nein. Willst du vielleicht eine Partie Gwent mit uns spielen? Nein. Dann musst Nein. du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Nein, nein, bitte nicht. Tut mir leid. Ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Nein, ich will aber nicht spielen. Was ist dein Nein. Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Bitte was? Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Ich werde keine 11.000 Kronen draufsetzen, Junge. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie... Gauntor dem Finsternis. Ja, mit was für einem Duell, ne? Einem Monsterdeck. Was haben wir da für Karten? Nicht genügend. Auch nicht. Hier haben wir sogar eine 10er-Karte. Ja, doch, werden wir mit dem hier spielen. Dann haben wir wenigstens eine Gewinnchance. Mein Gegner beginnt, alles klar. Okay, dann warte kurz. Wir werden auf jeden Fall schon mal... die ablegen. Also die. Und nochmal die. So. Runden beginnen. Dann Gegner ist Abzug. Alles klar. In einer Karte. Alles klar. Okay. Ich spiele eine 4er-Karte. Alter. Okay, jetzt wird's heftig. Ist es das? Ja, ne? Ja. Eingabe. Also, ja. Ja. Zack. So. Bam. Was soll das heißen? Was macht die Finte? Ich will das zuerst wissen. Wenn er jetzt Nebel reintut, das wäre echt assi. Bringt ihm ja alles eigentlich nichts, ne? Jetzt nochmal eine 6er oder so.
Okay, wenn er jetzt Nebel reintut, habe ich verloren. Zack. Der Gegner passt. Ich passe auch. So, ich habe gewonnen. Okay, Rundenbeginn. Wie, das heißt, er kriegt... Hä? Warum darf er die behalten? Ist ja voll unfair. Ich glaube, da kann ich nicht gewinnen. Obwohl, er hat ja genauso wenig Karten auf der Hand, würde ich sagen. Ach so, shit. Okay. Kacke. Ich habe verloren. Ich würde mal sagen, ich passe. Wie kann ich jetzt gewinnen? Klar. Ja, toll. Du bist am Zug. Durchsuche den nahe nach extrem dichter Nebel. Nee, bringt nichts. Bringt. Ach, komm. Ja, ich weiß. Ist egal. Ist egal jetzt. Okay. Akzeptiere ich jetzt. Achso, Escape. So. Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also, vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszubinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst. Der muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört. 5%. Verstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. 5% von meinem Geld ist sehr viel. Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr... interessant aus. Trink! Das ist schließlich eine Hochzeit! Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Und wir laufen tatsächlich mit diesen Ohren jetzt rum. Die